Mit einem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung wurde in Purkersdorf die Renovierung des neuen Rathauses gefeiert. Stimmungsvoll und feierlich war der Auftakt. Ich habe das Ziel, dass jeden Tag ein Tag der offenen Tür ist. Ein Rathaus muss ein bürgerfreundliches Haus sein, wo die Menschen gerne herkommen, ihre Angelegenheiten erledigen, gut betreut werden. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium in der Stadtverwaltung, dass das so ist. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diesen Grundsatz der Bürgerfreundlichkeit. Und darum ist der heutige Tag der offenen Tür ein symbolischer Tag, wo wir das neue Rathaus präsentieren wollen, aber andererseits auch ein klares Bekenntnis dafür, dass die Stadtverwaltung bürgerfreundlich ist. Das renovierte Rathaus wurde heute öffentlich zugänglich gemacht im Rahmen eines Tags der offenen Tür. Ja, ich denke, wir können wirklich stolz sein. Es ist ein wunderschönes Gebäude, es ist ein historisches Gebäude. Wir haben ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert gebracht. Und es ist ein repräsentativer Bau, wo sich sowohl die Besucherinnen als auch die Mitarbeiterinnen wohlfühlen können. Es war Zeit, einmal zu renovieren. Es war an der Zeit. Alle 25, 30 Jahre, denke ich, muss man neu ausmalen. Das macht man ja zu Hause vielleicht auch, vielleicht sogar öfters. Es war an der Zeit, es zu tun. Wenn man sich anschaut, auch optisch von außen, es ist gelungen. Ich denke, es ist gelungen. Die Fassade wurde ja renoviert, auch wärmegedämmt und auch die Farbe, denke ich, ist gelungen im Verhältnis zu allen Fenstern etc. Ich glaube, es schaut wirklich gut aus. Es sind jetzt hellere Räume. Es ist da auch vom Sonnenschutz was gemacht worden, weil es ist natürlich auf gewissen Seiten auch nachmittags die Sonne hereingebrannt. Es war da keine Möglichkeit der Beschattung. Es ist ein modernes Lüftungssystem eingebaut worden, sodass man auch das Raumklima verbessert hat. Und es ist natürlich auch eine Vollwärmeschutzfassade aufgebracht worden, eine Photovoltaik. Anlage aufs Dach gekommen, damit wir auch hier energieautarker werden und vor allen Dingen unsere Energiekennzahlen um Wesentliches gesenkt haben. Nach welchen Kriterien ist dieser Umbau erfolgt? Bürgerfreundlich, kundenorientiert, bestmögliche Arbeitsqualität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem, was mir wichtig war, transparent, darum offene Türen, darum Glaswände, Glastüren, um zu symbolisieren, dass das Rathaus ein offenes Haus ist. In Zeiten wie diesen muss man mit Investitionen vorsichtig umgehen. Worauf wurde bei den Investitionen Hauptaugenmerk gelegt? Naja, wir haben auf die Wärmeschutzmaßnahmen Hauptaugenmerk gelegt. Es war sehr, sehr wichtig und notwendig, dass eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommt, damit der Strom direkt eingespeist werden kann, damit wir unabhängiger werden auch. Und die Kosten sind in keiner Weise überschritten worden, gerade im Gegenteil, der Kostenrahmen ist nicht zur Gänze ausgenutzt worden. Es wurde aber auf die Grundstruktur des Rathauses geachtet. Das selbstverständlich ist, dass die Grundstruktur ist geblieben. Es ist ja, sagen wir, von dem ersten Rathaus oder von der Bürgerschule über in den 50er Jahren die Fassade ja leider damals heruntergekommen. Es war ja keine Verzierung mehr da, es war ja eine glatte Fassade. Und wir haben also versucht, die Fassade wieder anzupassen an das vorige, von der vorhergehenden Sanierung, aber mit einer neuen Technik, wie Sie sehen, an der Fassade mit einem Bürstenstich, den das Ganze jetzt wieder ein bisschen einen Schwung und einen Elan gibt. Ihr Eindruck vom neuen Rathaus? Also es ist ein durchaus sehr angenehmer Eindruck und ich finde es sehr wohl und gut gelungen. Das hat sich nur zum Vorteil verändert. Es ist echt schön geworden und es ist sehr wichtig, dass sich unsere Bürger hier wohlfühlen. Also ich bin ganz begeistert. Licht, hell, freundlich. Es wird wahrscheinlich auch das Personal freundlicher sein, wenn sie in so einer schönen Umgebung arbeiten. Das Ambiente ist schon alles. Es ist schon alles besser. Es ist schöner geworden alles. Ich glaube, es ist ein zentraler Punkt, wo man hingeht, man Geschäfte erledigt, wo man seine Bauangelegenheiten erledigt, aber auch zum Bürgermeister kommt, wenn man viele Bitten oder Probleme oder Wünsche hat und Anliegen. Ich denke, das Rathaus ist ein Zentrum des gesamten Burgersdorfer Lebens. Wenn man sich umblickt, man glaubt, ganz Burgersdorf ist auf den Beinen. Ja, es sind viele Menschen da heute, das ist schön. Es zeigt das Interesse an der Stadtverwaltung und die Harmonie, die in unserer Stadt herrscht zwischen Bürgern und Stadtverwaltung.